Ja. Mir fällt gerade auf, dass ich noch nicht husten musste in der Aufnahme. Weil eigentlich habe ich ein bisschen Husten. Hier fahren wir jetzt runter. Ja, ich habe jetzt schon eine Stunde aufgenommen. Krass. Ja, ich kann den Blinker ausmachen. Die Bahn spaltet sich. Autobahnende. 10 Kilometer noch. Und ich glaube, dann mache ich gerade mal ein Aufnahmepauschen, damit Avera mein PC neu starten kann. Und dann geht's weiter. Ah, verdammt! Wer weiß das ja? Blub! Sind wohl so Teile, die irgendwie ein wenig das Tempo rausnehmen sollen. Blub! Ich glaube, wenn man da so drüber brettert, da geht gut der Reifen kaputt. Wenn er dann noch einmal da drauf steckt, wie ist eine Baustelle. Pom, 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 pom. Los, LKW, fahr los. Nein, ist ja ein Truck. Ist ja der Euro Truck Simulator. Oh, komm. Ich habe eine echt leise Hupe. Der kann da durchfahren, ich nicht. Ja, eine Ampel. Ja, fahr los, Auto. Haha, jetzt sind wir lang. Schon wieder so mega laut. Dum, dum, dum. Dum, dum. Ja, ein Level up. Level 2. Neuling. Und ich gehe wieder auf Fernfahrten. So 3 Stück mache ich, dann habe ich ne, ja 3 Stück glaube ich. Oder soll ich 4 machen? Vielleicht 3. Ja, das ist schon deutlich mehr. Das ist doppelt so viel, ne? Aber jetzt habe ich einfach 1000 Kilometer. Ich habe eine Bewertung von 1,7, sieht man hier oben. Wenn man höher besser ist oder niedriger besser ist. So, speichern. Let's. Ups. Play. Speichern. Und dann verabschiede ich mich jetzt erstmal hier. Sag bis gleich und bis dann. Tschö. Hallo, liebe Leute, und da bin ich wieder mit einem weiteren Part vom Euro Truck Simulator. So. Ah, okay. Ja gut, nehmen wir das hier. Ich werde einfach das oberste nehmen, fertig. Sind wir jetzt erst wieder in Stuttgart. Aber das merken wir gar nicht. Sie fahren wir überhaupt diesmal. Ja, Licht kann ich auch machen, da es etwas dunkler gerade ist. So. Was liefern wir? Wir liefern ein Kühlkonti. Also immer ein Kühlkonti ist.
So. Ja. Und ich habe jetzt halt gerade nur dieses Avera Update fertig gemacht, damit es uns nicht mehr stört. Ja. Aber sonst habe ich eigentlich nichts gemacht. Und ich habe ein bisschen von 17 gehört. Ach ja, das habe ich aber nur so als Überbrückungszeit gemacht. Als wir noch beim Updaten waren. So. Wir fahren jetzt nach Rimi. Heißt es, glaube ich. Weil ich glaube, damit so ausgesprochen wird. Ah nein, Reims. Ja, wir fahren nach Reims. Wenn jetzt, wir sprechen es deutsch aus, nach Reims fahren wir. So, da vorne muss ich gleich rechts abfahren. Hier. Ups, da doch nicht. Warum gibt es denn diesen scheiß Streifen da kurzzeitig? Jetzt muss ich abfahren. Okay. Ja, und ich habe mir natürlich in der Zwischenzeit auch nicht die Mühe gemacht, nach Themen zu gucken. Ja, doch, eigentlich habe ich es, nur ich habe nichts gefunden. Nur so irgendwie, ja, Deutschland hat den Medizin-Nobelpreis gekriegt oder sowas. Und dann waren da so drei Gesichter drauf. Und irgendwelche Tippen. Ja. Ich glaube, irgendwann werde ich hingehen und werde dann, wenn ich irgendwie so über irgendwas laber, so ein Gameplay in den Hintergrund packen. Wo einfach drauf, wo einfach Auto Simulator läuft. Fertig. Ja. Oh, dieses komische Geräusch schon wieder. Strasbourg. Ja, wir können ja mal ein bisschen so. So, Französisch ist ja so eine Sprache, ne? Die ist ja sehr weich gesprochen. So, ohne Aggressivität wird sie gesprochen. Merkt man ja auch bei Straßburg, wie das ausgesprochen wird. Ich kann es nicht. So Straßburg oder so sagen die. Bisschen komisch. Und durch Straßburg. Deutsch ist eh von der Aussprache her. Hört sich Deutsch sehr aggressiv an, meiner Meinung nach. Mit den. Kann man aber auch nichts gegen sagen, meiner Meinung nach. Ja. Brumm, Reisebus. Oh, was für eine geile Hupe ich hab. Map. Wir zur Linken sehen die Felder. Ups. Da vorne sind auch Felder und irgendwas Blaues. Ein blaues Häuschen oder so steht da. Ach ja, Nachtfahren. Man kann einfach nichts großartig von der Natur hier erzählen, was man sieht, außer mit gerade Vollmond ist. Aber wir sind hier geschützt in unserem Auto. Ja. Also Portal 2 muss ich auch irgendwann nochmal machen, weil ich habe bei Portal 1 gemacht, außer der letzte Part, der fehlt. Ja, weil ich den einfach nicht aufgenommen habe, der neue PC und dann war der Spielstand weg. Vielleicht kommt der Part irgendwann nochmal. Weil da müsste ja Portal bis da nochmal spielen, so eine Stunde oder so.
muss ich halt irgendwann Lust für haben. Und ja, danach kommt Portal 2. Komm, fahr doch nicht so langsam. Obwohl, den fahr ich ziemlich krass gerade drauf. Wenn der jetzt vor mir bremst, dann bin ich sofort bei dem drinne. Zwar nicht im Kofferraum, weil der keinen richtigen Kofferraum hat. Hat der da vorne Fernlicht an? Oh, was die da alles ausleuchten. Wobei ich ja auch. Ich leuchte auch sehr viel aus. Irgendwie fehlt hier der Mittelstreifen. Hey, wer hat da gehupt? Dö. Das ist mega irgendwie so eine krass dunkle Hupe. Meine. Piep, piep. Mir fehlt hier gerade wirklich der Mittelstreifen. Man sieht zwar in der Mitte so zwei komische Streifen. Da, wo der eigentlich wohl sein soll, aber er ist nicht weiß. Das kann ich nicht tolerieren. Ach, danke, hier ist er wieder. Warum er schon wieder so langsam? So, zur Rechten sehen Sie eine Tankstelle. Ach ja, ich muss immer irgendwelche Themen suchen. Ich wollte jetzt von Gott und der Welt reden. Ich kann wirklich mal davon reden. So über meinen persönlichen Glauben. Ja, also mein persönlicher Glaube. Ich bin zwar eigentlich Christ, aber ich finde die Geschichte von denen scheiße. Und zwar habe ich meine eigene gebastelt. So. Also, ich habe keine richtige Geschichte, die muss ich irgendwann noch machen. Aber ich habe einen Glauben. Nämlich, es gibt zwei Götter. Einer, der das Gute ist und einer, der das Böse ist. Und es sind zwei Götter bei mir, ja. Die haben aber keinen Namen. Bis jetzt, ja, und es ist eben so, damit über einen Menschen immer ein Einzelner herrscht. Also immer ein Gott. Ein Menschen halt bestimmt. Aber die wechseln halt immer mal so. Es kann halt mal sein, dass man vom Guten beherrscht wird und einmal vom Bösen. Und ja, da ist man manchmal gut und manchmal böse. Es gibt Leute, die mehr von dem und mehr von dem halt beherrscht werden, so. Und dann, auch wenn man stirbt zum Beispiel, ist es so, läuft am Ende wiedergeboren wird. Weil man weiß ja, Energie kann nicht verloren gehen. Und diese Lebensenergie, die kann nicht verloren gehen. Das muss ja irgendwo wieder hin. Deshalb war wiedergeboren, meiner Meinung nach. Halt irgendwie so, man stirbt, kommt in einen Raum, man kommt in einen Riesenraum. Und da ist einfach Essen drin. Man futtert dann und sobald man es fertig gegessen hat, wird man wiedergeboren. Ja. Also so in etwa ist es eigentlich so, damit diese Essenszeit die Schwangerschaft ist. Wenn man es so sieht. Und das ist eigentlich so mein Glaube, ja. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr so glaubt. Was da so abgeht. Aber ich halte meine Version für sehr plausibel. Auch wenn jemand den gleichen, also ich glaube, man damit immer den gleichen Glauben hat. Meiner ist nämlich ein bisschen ja,
Sehr viel Fantasie, warum blinke ich überhaupt?